Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute gibt es ein Mail Day. Und zwar haben wir hier ein Paket von Lokalhelden. Die haben mich angeschrieben, ob ich gerne ihr Produkt zeigen würde. Also es sind Karten aus dem Amateurfußballbereich. Eigentlich so wie Panini-Karten oder Tops-Karten. Nur halt aus dem Amateurfußballbereich. Ja, und ich freue mich, dass ich das hier auf meinem Kanal jetzt zeigen darf. Genau wie Unboxing und Play. Ja, und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal das Intro sehen und dann zeige ich euch, was in diesem Paket enthalten ist. Bis gleich. So, ja, die lieben Lokalhelden haben mir ein Paket zugeschickt und das ist auch ziemlich schwer. Ja, so hier außen sieht man schon die Spielregeln hier und zwar möchte ich euch das mal gerne zeigen und dafür muss ich jetzt erstmal euch hier das zeigen. Also ihr holt euch den QR-Code Scanner vom Handy, dann geht er hier drauf, zack, dann hier Open Browser, dann dauert das ein kleines bisschen und dann seht ihr hier die Spielregeln. So funktioniert das Lokalhelden-Kartenspiel. Ja, also ihr müsst das dann hier scannen und dann, ja, lest ihr euch das hier durch. Und ja, lokalhelden.de auf Facebook und auf Instagram. So, auf Instagram würde ich es euch gleich auch mal zeigen. Ein Augenblick. So, öffnen wir mal Instagram. Machen hier Lokalhelden. Und zack. So, hier haben wir die Lokalhelden bei Instagram. Hier seht ihr Karten und was sie alles haben. Hier ist die Box zum Beispiel auf dem zweiten Bild. Dann Spieler, wo ihre Karten zeigen. Verschiedene andere Bilder hier von Boxen. Ja, also schaut doch mal vorbei bei Lokalhelden. Da oben steht es lokal-helden. Schau doch mal vorbei, lass einen Gruß von mir da und ja. Jo, dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt mal in das gute Paket hier rein. So, zack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier überhaupt alles zeigen darf. Ich hole das hier mal so raus, dass man das nicht sieht. Zack. Das hier auf Seite. Dann mache ich das hier mal so rum hier, dass man die Adressen nicht sieht und so. So. Ich denke mal, so darf ich es zeigen. So, also, ja. Ich lese jetzt nicht alles vor, das ist ein bisschen lang. Aber ihr seht es ja. So. Dann haben sie mir einen Haufen Flyer hier zugeschickt. Die könnte ich Kollegen geben, die in einem Fußballverein sind, im Amateurfußballbereich. Dann kann man sich hier anmelden unter www.dielokalhelden.de. Ich glaube, da kann man sich dann selbst Karten erstellen lassen von Verein her. So, das hier ist die Rückseite. Ich glaube, das hier ist eine Karte von der letzten Saison, 18-19. Ja. Also, falls ihr eins haben wollt, ich schicke euch gerne eins zu. Oder Lokalhelden kann euch welche zuschicken.
So, dann gehen wir mal weiter und dann haben wir hier schon einen Haufen Booster. So. Und die sind von der Saison 18-19. Also hier kostet ein Booster 3,50 Euro. Um 10 Karten sind enthalten. So, da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann haben sie mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 8 Blister. 8 Blister geschenkt auch, ja. Eigentlich heißt das ja gesponsort. So, dann schauen wir mal hinten auf die Rückseite. Das hier ist eine Silberpack Box, also Heldenbox. Die heißt hier Heldenbox. Steht hier sonst noch irgendwas drauf? Eigentlich nicht. So, ich glaube, das sind verschiedene. Hier haben wir ein Goldpack, also Gold. Hier hatten wir Silber. Nochmal ein Goldpack, also eine Goldbox. Hier haben wir nochmal ein Silber. Da haben wir nochmal eine Silber. Nochmal eine Silber, also vier Silberboxen. Zwei Gold. Dann haben wir hier eine Bronze. Und dann haben wir hier nochmal eine Bronze. Und die sind richtig fett hier. Also, die haben schon, ja, haben auch gut Gewicht. Also, wir haben hier zwei Bronze-Blister. Dann haben wir hier zwei Goldpacks, also Gold, und dann haben wir hier noch einmal vier Silberpacks. Ah, was heißt das hier? Fünf Silberpacks, heißt das, sind fünf Booster drin? Ich weiß nicht. Das sehen wir gleich oder später mal. Ich möchte euch erstmal ein bisschen die Karten zeigen und dann zeige ich euch eine von der letzten Saison. Öffnen wir dann. Von außen sehen die dann so aus. Saison 18-19, 3,50 €. Dann steht hier LH Lokalhelden, also für Facebook, und Lokal-Helden bei Instagram. Dann haben wir hier ganz groß Lokalhelden stehen mit einem Fußballplatz und hier das Sammelkartenspiel für den deutschen Amateurfußball. 10 Sammelkarten pro Paket. So, was ist da enthalten? Da ist eine Goldkarte drin, eine silberne und eine Bronze. Vier silberne und fünf Bronze. Wenn ich mich jetzt nicht. Ja. So. Ah, hier hinten könnt ihr dann den QR-Code scannen. Ja. So, dann öffnen wir mal das gute Teil. Also bei Julian habe ich gesehen, dass er eine Schere braucht. Hier geht's eigentlich. Dann nehmen wir uns mal hier die Karten heraus. So, habe ich sie alle? Ich denke, jupp. So. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, die Goldkarte. Die schauen wir am Schluss an. So, hier hätten wir Dorau vom SVK Rot-Weiß Krixdorf. Offensiv 63 und defensiv 21 und ist ein Stürmer. Hat hier drei Sterne. Ja. Vielleicht wäre es noch cool, wenn hier irgendwie noch aus welchem Land er kommt. Das wäre auch nicht schlecht, finde ich. So, wie sehen die von hinten aus? Von hinten sehen die dann so aus. Das sieht man ja auch hier. So, dann haben wir hier Top Tani vom 1. FC in Niederkassel. Mittelfeldspieler. Ein Offensivwert von 42 und ein Defensivwert von 25. Dann haben wir hier Hoffmann. Auch von dem SVK, also SV Rot-Weiß Krixdorf.
ist ein Mittelfeldspieler, also hier DMF, also defensives Mittelfeld. Defensive 36 und 22. Ah, ne, Offensivwert. Ups. Okay. Offensiv 42, 25, 63, 21. Falls ich mich irgendwie vertan habe eben. So, dann haben wir hier Wissenbach, auch von SV Rot-Weiß Kriegsdorf. Da haben wir einen Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeld. Offensivwert 37, Defensivwert 22. Also manche haben sogar 99, habe ich gesehen. Also das sind ganz starke Karten. Da haben wir Steiner vom TuS Eudenbach. Mittelfeldspieler. Offensivwert 28 und Defensivwert 17. Dann haben wir hier Lazarov vom... Ach du Gott, kann man das überhaupt lesen? SV... Oh. Burlinghofen, ich hoffe, das stimmt. Das ist so klein geschrieben. Abwehrspieler. Offensivwert 5 und Defensivwert 16. Dann haben wir hier Nico Laidis vom FCH Reit. Abwehrspieler. Offensivwert 5 und Defensivwert 14. Dann haben wir hier Raufuß, Mittelfeldspieler vom, ja, von wem ist der? RWH, keine Ahnung. Offensivwert 2 und Defensivwert 1. Ah ja. Dann haben wir hier Schäfer. Ach, das ist auch wieder hier, wo was online geschrieben wird. Torwart. Offensivwert 12 und Defensivwert. Offensivwert 2 und Defensivwert 12. So. Was sagte ich? 4 Bronze, 4 Silber. Oder ne, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und dann müsste hier die goldene sein. Und wir haben hier, Grutsch vom SV Rot-Weiß Kriegsdorf. Stürmer. Offensivwert 76 und Defensivwert 25. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Also, falls euch diese Karten gefällt und ihr wollt noch mehr davon sehen, gibt einen Daumen nach oben. Und es gibt auch mal ein Gewinnspiel. Sie haben mir gesagt, ich darf ein, ich glaube ein Silber, ich gucke noch mal kurz, einen Augenblick. Ich will nichts Falsches sagen. Da oben steht's. Eine Heldenbox von Silber, also ein Silber Heldenbox. Wo haben wir sie? So eine Box könnt ihr dann später mal gewinnen. Also nicht in diesem Video, vielleicht im nächsten. Also das würden sie dann sponsern. Ihr müsst mir dann über Instagram eine Privatnachricht schicken mit eurer Adresse und ich gebe die Adresse weiter. Wenn ihr damit einverstanden seid. Und dann bekommt ihr diese Box. Ja. Ja. Da würde ich mal sagen. Den Shop von Lokalhelden werde ich unten verlinken. Sowie auch Instagram und so. Ja. Also. Gebt mir ein positives Zeichen, dass ich noch mehr davon zeigen soll. Also mir gefallen die unheimlich, vor allem gefallen mir hier die Blister richtig gut. Ja, da würde ich sagen, das war's dann für heute. Ja,
Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.